Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen und einen wunderschönen. Hier in Age of Empires 2 Victors and Vanquished. Es ist Folge Nummer 106 und wir haben die 18. Mission vor uns, Nobunaga im Jahr 1551. Ja, vorletzte Mission, ein bisschen was haben wir noch am Tableau, ein bisschen Arbeit ist da noch. Die Shimazu beim letzten Mal waren rückblickend betrachtet eigentlich eine ganz schöne, eigentlich eine ganz steile Mission, so mit einer schönen Mischung aus Kampfaspekt und Entdeckensaspekt, also dass man schön Dinge finden hat können auf der Map. Jetzt haben wir Nobunaga, nämlich Oda Nobunaga. 1551 bis 1582. Japan ist gespalten. Samurai-Clans kämpfen auf den Inseln und der Shogun kann sie nicht aufhalten. Wählen Sie Ihren Clan und besiegen Sie Ihre Rivalen, um das Land zu vereinen. In diesem Szenario spielen wir wieder als die Japaner. Ja, wir haben schon einen recht weiten Weg hinter uns und müssen jetzt quasi nur noch die Ränder der Karte die Ecken der Karte abfrühstücken. Nobunaga, wir schauen rein. Blütenblätter fallen und die Kraniche steigen auf. Der Shogun ist schwach und Japan gespalten. Die Clans kämpfen um die Macht und der Krieg hat das ganze Land erfasst. Dieser Clan ist einer von vielen, doch seine Ansprüche an das Shogunat sind höher. Es ist Schicksal, die Clans zu besiegen, Japan zu vereinen und zu regieren. Nur ein Kranich wird höher als die anderen fliegen. Ja, vorletzte Mission, keine großen Einführungen, einfach nur, wir sind der höhere Kranich. Wählen Sie einen Clan im Kaiserpalast, werfen Sie erneut einen Blick auf Speer, um detaillierte Infos über jeden Clan zu erhalten. Wir wählen einen Clan. Ui. Okay, also die Mission startet schon mal sehr vielversprechend. Bevölkerungslimit 200, jeder Clan hat unterschiedliche Boni und beginnt einen Krieg mit verschiedenen Clans, okay. Schließen Sie das Sekundärziel eines Clans ab, um einen der unten genannten Boni zu erhalten. Oder Burgen haben bessere Reichweite und die Infinder Garnison schießt Pfeile. Takeda, Kaff greift schneller an und die Ritterlinie hat mehr Rüstung. Usugi, Infanterieeinheiten haben verbesserten Angriffsschutz. Mori, Dorfbewohner sind stärker. Otomo, Schießpulvereinheiten haben eine verbesserte Genauigkeit. Shosokabe, Ressourcen halten länger. Jeder Clan spezielle Technologie, okay. Aber schwierig, müssen sie alle Clans besiegen, bevor die Zeit abläuft. Yes, dankenswerterweise spielen wir nicht auf schwer. Okay, die Berichte schauen wir uns gleich an. Also diese Speerberichte, wir starten mal rein. Wählen Sie Ihren Clan im Kaiserpalast. Um mehr über die einzelnen Clans zu erfahren, lesen Sie Speer. Okay, also doch keine großen einführenden Worte. Dann machen wir es doch gleich. Oder Gelb. Samurai- und Infanterieeinheiten sind billiger, lassen sich schneller ausbilden. Die Oda befinden sich in einer von Unruhen geprägten Region Japans und müssen erfinderisch sein, um zu überleben. Besonderer Wert auf einfache Soldaten sind bereit, die Ashigaru in wichtige Positionen zu befördern. Was waren die Ashigaru nochmal? Die Oda befinden sich im Krieg mit den Usugi, Mori und Shosokabe. Takeda, Kaff ist zum Vorstoß fähig und hat verstärkte Angriffsstärke. Die stolzen Takeda haben in der umkämpften östlichen Zentralregion von Honshu, oder mal Osten, und Honshu, wenn man an die Karte denkt, ist natürlich hier zentral, also vermutlich hier in etwa. Wenn sie Japan vereinen wollen, müssen sie sich die Takeda auf einen ausgedehnten Krieg konzentrieren und Armeen mit der überlegenen Kaff ausbilden. Der Weg der Takeda. Die Usugi, keine Ahnung, also ich bin keiner dieser Leute, die ja versteckter Japan-Fan sind. Ist nicht ganz meine Welt. Von daher Aussprache und so, meh. Die Samurai regenerieren, ist aber schon stark. AOE-Schaden, immun gegen Bekehrung.
kann Elite-Samurai vor anderen Fraktionen ausbilden, hat den Helden Usugi Kenshin, der durch Kämpfen aufsteigt. Die Usugi sind fromme Krieger, die von Usugi Kenshin, dem furchteinflößenden sogenannten Drachen von Echigo, angeführt werden. Okay. Können wir den Drachen bitte auch haben? Hm? Also so einen feuerspeienden Drachen, wäre ganz geil. Durch sein Können können sie beweisen, dass der Kriegsgott dem Clan genügt. Sie sind im Krieg mit Oda, Takeda und Otomo. Mori, Schiffe haben mehr Trefferpunkte und billiger. Kann kriminelle Netzwerke und Sprengfallen. Was zum Geier ist eine Sprengfalle in Age of Empires 2? Ui. Händler, Saboteure, Ninjas im kriminellen Netzwerk. Das Leben am westlichen Ende von Honshu. Hat die Mori ermutigt, sich dem Meer zuzuwenden und heimliche Wege zu finden, die Macht auszuüben. Die Geschichte der Täuschung und Ermordung erlaubt es ihnen, Skrupulosität. Gut, gut, gut. Die Otomo haben Missionare und Elite-Konquistadoren und können Fetoras bauen. Kann vor den anderen Fraktionen Handrohrschützen und Kanonenschiffe. Die Otomo herrschen Kyushu, da waren wir schon. Das Meer bietet Schutz, erschwert aber die Expansion. Die Entfernung zu anderen Clans hat sich gelohnt. Die Otomo waren die ersten, die den neugierigen Nanban, ja, also die Europäer, willkommen hießen. Ja. Und die Shosokabe Bogenschützen und berittene Bogenschützen mit größerer Reichweite. Holzfäller und Bauern erzeugen Gold. Können schwere berittene Bogenschützen vor anderen Fraktionen ausbilden. Die sind auf Shikoku. Das bedeutet nicht Armut, okay. Mineralien und Holz. Die Stellung auf Honshu ist schwach. Okay, also das ist relativ viel Holz für den Start. Also rein einmal vom Wiederspielwert, der ist bei dieser Mission dann etwas höher, wenn man da wirklich 6 verschiedene Wege hat, diese Mission zu schaffen, bei 6 Clans. Ich muss mal sagen, das mit den Sprengfallen und mit den Kriminellen interessiert mich jetzt mal nicht, rein vom Faktor Interesse her, die Bogenschützen auch nicht. Die Kanoneneinheiten und Schießpulvereinheiten wären schon was. Die regenerierenden Samurai aber auch. Hm. Die Oda. Oder die Otomo. Da hätten wir halt dann die Marinekomponente mit dabei. Aber vermutlich braucht man die Marinekomponente so oder so, wenn wir die anderen besiegen wollen, müssen, tun, tuten, was auch immer. Okay, sorry, also wie gesagt, ich spiele hier wieder blind, ich habe in die Mission nicht reingesehen, deswegen habe ich keine Ahnung, ob ich hier irgendetwas übersehe. Aber so ein bisschen im Interesse der Abwechslung, wir haben in der letzten Mission ohnehin schon die Samurai-Armeen gehabt. Im Interesse der Abwechslung wäre ich fast bei den Otomo. Einfach weil wir den Samurai-Sturm in der letzten Mission schon hatten. Also ich habe keine Ahnung, ob das weise ist, was ich hier tue. Kann keine Reliquien sammeln. Na gut, das ist auch blöde natürlich. Und an den Sprengfallen wäre ich aber schon noch interessiert. Also nur an den Sprengfallen. Ja komm, ich würde sagen, wir gehen den Weg des Schießpulvers. Ist ein guter Name, ist dann ein guter Name für die erste Folge. Hm. Die Otomo herrschen in Kyushu im äußersten Westen. Das Meer bietet ihnen Schutz, erschwert aber die Expansion nach Osten. Die Distanz zu den anderen Clans hatte jedoch auch seine Vorteile. Die Otomo waren die ersten, die die neugierigen Nanban, Fremde aus dem Süden, willkommen hießen. Sie möchten Shogun von ganz Japan werden, aber viele Clans stellen sich ihnen in den Weg. Besiegen sie sie und alle werden ihre Bestimmung akzeptieren. Okay. Oh.
Das ist zum Start recht ordentlich. Die Nanban bieten mehr Geschütze, mehr als Geschütze und Glauben. Petora regeneriert doppelte Rohstoffe. Gut, wir starten in der Ritterzeit. Wir können gleich mal ein bisschen loslegen mit der Marine. Und natürlich auch mit den Dorfbewohnern. Und einfach mal reinhauen. Wie war das nochmal mit den Nebenzielen? Sekundärziel ab um einen der unten genannten Boni. Ah, für verbesserte Genauigkeit, okay. Ja, ist schon stark. Also ist schon wieder eine ziemliche Abwechslung, was das Gameplay betrifft, von der letzten Mission zu dieser. Also da hat sie jemand echt wieder Mühe gegeben. Würde ich sagen. Kann man auf jeden Fall so festhalten. So, Fischkutter. Irgendwer, der Holz macht, wäre ganz schön schön. Schon ganz schön schön. Ja, egal. Komm, aufs Holzhaar. Otomosorin. Aber wie es halt immer ist, erst einmal den gemütlichen Einstieg finden. Und dann schauen, was die Mission so zu bieten hat. Wie schnell wir eine ins Gesicht bekommen. Aber ich nehme mal an, da wir hier auf Kyushu sind und die anderen Clans ja nicht auf Kyushu sind, wird es als Verteidigung vermutlich reichen, wenn wir ordentlich mal auf Marine gehen. Und wenn wir Kanonenboote schon bauen können. Die Otomo können Missionare und Elite-Konquistadoren im Kloster ausbilden. Aber sie können keine buddhistischen Reliquien sammeln. Was zutiefst schade ist. So, da lang. Dorfzentrum. Braucht man hier natürlich auch. Dito eigentlich auch bei dieser Base hier. Ja. So, hier war doch Stein irgendwo. Ja. Kannst du. Ja, bau mal Holzfällerlager. Sorry. Bleib einmal. Nein, da. Shit. Bleib einmal passiv. Nicht zu früh triggern. Nicht zu früh triggern. Du gehst zum Holz. Aber ich meine mal. Komm, geh mal auf aggressiv wieder. Der ist weg. Wir schauen mal hier vor. Wenn ich das richtig einschätze, dann lohnt sich eine Burg hier vorne oder hier ein Turm. Auf jeden Fall ganz gut. Weil das vermutlich die Hauptanfahrtsrichtung sein wird von feindlichen Flottenverbänden. Ja. Du, komm mal hier runter. Hi. Das ist eigentlich ein Argument, hier wegzuholzen. Ziemlich schnell. Hi. Du kommst mit runter. Hi.
Hi, hi. Aber was brauchst du gehst zum Stein mit dazu? Horimas. Und du bietest einmal ein Samurai. Na, mach einen Kanonier, der kann ein bisschen erkunden. Nanjana. Und du eigentlich auch. Ja. Hier. Du machst Holz. Und du. Ein Dorfzentrum. Hatemas. Nanda, ikimas. Kiri, kirimas. Nani? Wakarimashita. Du kommst dazu. Ikimas. Weil wenn hier weggefällt ist, warum nicht? Ja, der hat genug Sichtweite, der Kerl. Dann kann der erkunden. Shōchi. Tadaima. Hi. Hi. Tadaima. Mairimashō. Also ja, der Start in dieser Mission ist schon mal sehr vielversprechend. Kann man so festhalten. Gefällt. Wir rekrutieren nochmal ein bisschen was, damit wir was da haben. Hier fangen wir an mit einem Holzfällerlager, einfach dass hier schneller weggefällt ist. Bitte passiv. So viel zu dem Plan. Warum muss das auch gleich der Held sein? Ey. Ach Gott. Wer hat Lust aufs Kiten spielen? Komm, Branda. Branda an den Branda. Der regeneriert sie recht schnell. Dieses Spielchen dauert ein bisschen lange. Okay, wir machen keinen Schaden an dem Kerl. Der regeneriert einfach viel schneller sein beschissenes Leben. Aha. Halte durch. Du musst nur durchhalten. Hi. Ah, interessant. Die Flame. Ah, wir sind mit ihm verbündet sogar. Okay. Komm. Branda ihn weg. Der regeneriert sich dann wieder zu viel. Ey. Bleib stehen! Yes! Okay, ich verbuche das als ersten Erfolg. Wobei man schon sagen muss, das ist interessant. Wir sollen 5 Clans besiegen. Es wird übrigens vermutlich wieder ein Weilchen dauern, schätze ich mal. Aber im Krieg sind wir mit 3 Clans. Sprich, irgendwem von den anderen, zu irgendwem von denen müssen wir dann unfreundlich sein. Hi. What is she? Hi. Schätze ich mal. Nanda, ikimas. Hatemas. Ja.
Nani? Kio kirimasu. Kio kirimasu. Und hier sehen wir einfach, hier sehe ich einfach eine Burg. Einfach nur herrlich. Einfach nur Burg. Komm, du kannst ein bisschen erkunden. Da wir hier ja eh einen Turm haben, einen ganzen Beobachtungsturm, der wird sie sicher alle umhacken. Nani? Tatemas. Stichwort umhacken. Wir brauchen Bevölkerung. Und haben wir mal unsere ersten Truppen zur Hand. Die Wertsachenmechanik wieder bei den Schiffswracks. Wäre interessant. Ja, ist schon stimmungsvoll designt hier mit den Torbögen, mit den Fässern. Mit den Buddha-Statuen, mit dem Gold. Den restlichen Wertsachen, die aber vermutlich kein Gold wert sein werden. Dum, du, 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 du. So, bitte Imperialzeit. Ja, und die Steine sind. Bald wieder weg. Ich mag noch nicht traden im Marktplatz. Vielleicht finden wir hier noch was. Vielleicht finden wir da ja wirklich noch was. Ja. Kyo kirimasu. Ja, die Reliquie, die wir nicht einsammeln können. Herzlichen Dank. Ja, geht nicht. Schade. Schade. Ja, und ich schätze mal, Steine gibt's nur irgendwo anders. Und nicht mehr hier. Komm, aber irgendwo noch ein paar Steine wäre doch schön. So, schauen wir hier hinten entlang. Oder ein paar so kleinere, abgelegenere Ressourceninseln wird es sicher geben. 100 Pro. Ja, wie die hier, halt nur mit Stein statt mit Holz. Aber hey, wenigstens dadurch, dass wir nicht mit allen fünf Clans im Krieg sind, wenigstens ergeben sich so quasi ein paar Bündnissysteme. Oder ein bisschen so dieses Chaos, von wegen alle gegen alle. Kann man hier schon sehr ganz gut wiedergeben. Wenn man sich nicht mit allen anlegen muss. Okay, auf jeden Fall werden die Shosokabe unser erstes Ziel werden. Können wir auf jeden Fall schon mal festhalten. So, ihr zwei.
Ja, er kommt somit zum Gold. Ja, und ich würde sagen, wir machen das jetzt doch mal. Geht das schon? Nein, geht noch nicht. Dafür muss vermutlich der dann noch weg. Ja. Nani? Hi, hi. Wakarimashita. Hier nichts mehr. Spiel. So, was haben wir denn hier? Wie ist denn das mit der Fetora? Ah, die können vermutlich auch Steine generieren, ne? Wäre dann auch gut, ne? Irgendwo abgelegen. Ein paar von denen bauen. Oder zumindest mal eine, benötigt 20 Bevölkerung, ist halt schon steil. Schnellere Tribocke, alles klar. Okay, dann ziehen wir die Fetora doch vor zugunsten der Burg. Schmiedetechnologien, einfach alles. Und hier wäre auf jeden Fall auch ein Dorfzentrum gut. Oh. Olela. Okay. Ja, ja, ja. Erkunden zahlt sich aus. Wer hätte es gedacht? Hätte ihn nie für möglich gehalten. Doppelt so viele Rohstoffe. Galeone. Lohne, Lohne, Galeone. Ah. Ja, das ist schon... Gefällt mir sehr gut. Ist schon richtig stimmungsvoll gemacht. So kleine verschlafene Inseln, wo vor 5 Minuten noch irgendwelche Piraten, Seefahrer, Wanders, Leute, wanderndes Schiffvolk gewesen sein könnte. Ist schon sehr geil designt. So der Lang. Du. Ja, du magst weiter mit der Nahrung. Gut, gut. Du zum Gold. So, okay. Ja, generiert gleichmäßig alle Rohstoffe. Ja, das werden wir aber ein bisschen beschleunigen. Denn ich will hier die Burg. Schmiede. Natürlich auch wichtig. Hi. Um
molto importante. Galeone darf ein bisschen vorstoßen. Du darfst ein bisschen vorstoßen. Mal schauen, was hier ist. Ja. So, da lang. Also, Burgenzeit, Leute. Oder auch nicht. Geht das, wenn du weggehst? Nani? Ja, dann geht das. Bitte sehr. Wer seid ihr? Ihr seid wieder die Mori. Okay, das werden vermutlich die Nachbarn hier sein. Schätze ich mal. Mori, Mori. Watashi? Hi. Hi. Horimasu. Okay, Shosokabe. Okay, ich glaube, wir haben eine Sprengfalle entdeckt. Wow. Spannend. Das heißt, die wäre wahrscheinlich losgegangen, wenn wir mit den Truppen einfach drüber marschiert wären. Aber wegen der aggressiven Einheiteneinstellung hat mir das fast die Überraschung versaut, ne? Fast. Mit Betonung auf fast. Okay, Samurai, Kanoniere, und ich würde ganz gern ein paar von denen da auf jeden Fall auch noch mitnehmen. Aber zuvor hauen wir noch rein, was die Schmiedetechnologien angeht. Gibt es Kampfdelfine vielleicht auch noch, wenn es schon Sprengfallen gibt? Also unfassbar überrascht mich und entzückt mich jedes Mal wieder, wenn ich sehe, was für neue Mechaniken, für neue kreative Einheiten-Details, einfach was mit diesem Spiel noch möglich ist, in der ganzen Zeit, die es Age of Empires 2 schon gibt. Hoi, horimasu, ikimasu. In den 25 Jahren oder sowas, ne? Ich glaube 99 ist das Grundspiel herausgekommen. Es ist halt einfach schon stark. Ja, spuck mal aus, ein paar Galeonen. Galeonen. Galeone ist was anderes. So, weitere Schmiedetechnologien. Und wir drücken mal die ersten Konquistadoren raus. Okay, man merkt, dass die Boni auf die Schiffe bekommen. Und die Kriegsgaleere mehr Lebenspunkte hat als die Galeone. So, herzlichen Glückwunsch, du hast dich gerade freiwillig gemeldet als unser Reparaturkerl. Badin! Haha. So, für die Angriffe brauchen wir dann auf jeden Fall auch mehr Platz für die Transportschiffe.
Und hier diese Technologie, dass die Fedoras mehr Rohstoffe abbauen oder generieren, wäre auch noch eigentlich ziemlich wichtig. Das wäre noch ziemlich wichtig. Hoi! Horimasu! Ja, zwei Mannsäge können wir noch reinhauen. Okay, da ist Imp gegangen, alles klar. Was habe ich gerade gesagt? Ich wollte doch sparen. Wobei gut, das wird wahrscheinlich eher was sein, was sich von selbst ergibt, sobald wir hier mit dem ersten Angriff beschäftigt sind. Auf das Warten wäre jetzt vielleicht eher ein bisschen kontraproduktiv. Sollten wir eher, glaube ich, oder würde ich sagen, schauen, dass wir schneller den ersten Gegner rausnehmen. Und hier mal angreifen. Und eigentlich auch ein bisschen herumkanonen. Mehr Gold. Mehr Gold. So. Die ersten Schiffchens. Kanonenschiff holen wir gleich auch noch dazu. Jetzt wäre es halt interessant zu wissen, ob die als Bogenschützen zählen. Ja, wahrscheinlich, weil viel Rüstung haben sie nicht. Hau mal rein den Lederpanzer für Bogenschützen. Aber ich denke doch, dass die als Bogenschütze zählen. Müsste so sein. Ja, wir warten dann nochmal ein bisschen mit dem Offensivsein, bis die Truppen ein bisschen besser ausgebaut sind. Also bis wir mehr davon haben, wollte ich sagen. Hier könnte man eigentlich mit Reusen langsam beginnen. Reuslein, Reuslein an der Wand. Wer ist die größte Reuse im ganzen Land? Und die letzte Tech haben wir auch gleich noch rein. Oder die vorletzte halt. Wird schon. Und wir haben wieder mal eine Mission mit einem etwas gemütlicheren Start. Ist doch auch was Nettes. Ich sehe es schon kommen. Jetzt verschreie es, jetzt beenden wir die Folge und in der nächsten Folge geht es dann rund. Dann wollen alle auf einmal zu uns. Alle. Kanonenboot. Und hier den Plattenpanzer gleich. Einfach gemütliches Tecken.
Und wir bauen unsere Truppen noch ein bisschen auf und in der nächsten Folge gibt es dann den ersten Angriff hier auf die Shusukabe. Du kannst die ersten Transportschiffe bauen. Wir müssen ja nicht weit fahren, so ist ja nicht. Drei Stücke reichen fürs erste, oder eigentlich auch zwei. Gold ist halt schon ein bisschen teuer. Ja, 10 aus Bogenschützen. Okay, today. Mehr davon. Genau, einfach den unerwarteten Bogenschützen-Rush. Mit dem rechnet sicher keiner. Ganz sicher. Aber mit dem Bekehren könnte man eigentlich auch anfangen. Wenn das schon ein Nebenziel ist, warum nicht? Kann keine Reliquien sammeln. Naja. Verstehe, verstehe. Boah, Nahkämpfer auf jeden Fall noch mehr. Ja, das mit den verstärkten Türmen. Ja, Trieböcke. Ist jetzt ein bisschen die Frage, was die haben. Komm. Aber ja, passt schon. Wir nähern uns den 42 Minuten. Ich würde sagen, das reicht. Die Flotte haben wir auf den Weg geschickt. Und die wird mit ein paar Küstenbeschießungen beginnen in der nächsten Folge und dann werden wir halt langsam unsere Truppen übersetzen. Ja, wahrscheinlich wäre es ganz gescheit, wenn wir vorsichtshalber ein paar Trieböcke mitnehmen würden. Ich nehme mal nämlich an, wenn wir mit einer Burg starten, werden die Shusukabe auch eine Burg haben. Oder vielleicht sogar mehrere, je nachdem. Soll ja ein Clan sein, also das ist ja ein Gegner, ein Konkurrent um die Macht, den wir dann ja ausknipsen. Sprich, der wird schon ein bisschen was haben. Aber gut, was er alles haben wird, sehen wir in der nächsten Folge, wenn ihr wieder einschalten mögt, hier auf Gfunden Games. Und mit diesen Aussichten verabschiede ich mich. Ich bin der Doc von Gfunden Games und ich sage, grüß euch und tüdelü.